und herzlich willkommen zu Retro Ausgepackt. Hallöchen! Heute machen wir mal etwas, was wir noch nicht ausgepackt haben oder zumindest. Das freut mich, selten, dass wir die Kisten nicht schon mal ausgepackt haben. Das ist ja schon. Der Dennis sagt, wir machen heute eine Folge Retro ausgepackt mit Kisten, die wir noch nicht ausgepackt hatten. Genau. An dieser Stelle nur als kleiner Exkurs vom Hagen. Wir haben die Kisten nie schon vorher ausgepackt. Und wieder eingepackt. Wenn wir es wieder schon ausgepackt haben, waren so doof es aufzunehmen, dann gibt es ein VD React dazu. Genau. Auch sowas soll ich schon mal passiert sein. Nee, ist einfach eine Art von Sachen, die wir noch nicht hier hatten. Etwas, über das ich schon länger mal überlegt hatte und dann hat sich eine Gelegenheit ergeben. Amiga-Action-Figuren. So ähnlich. Das wäre eine Nische. Die kleinen machen wir mal beiseite und zwar haben wir hier eine große Kiste. Also ist nicht das drin, was draufsteht. Das habe ich mir, ich nehme schon mal deine Frage vorweg, das habe ich ertauscht, über Kontakt kam zustande über eine Facebook-Gruppe. Okay, und zwar ich habe doppelte Amiga-Spiele, die ich habe, eingetauscht, um das hier zu bekommen, über das ich schon länger mal nachgedacht hatte und jetzt gab es eben die Gelegenheit. Okay. Ja, dann machen wir mal auf. Und sehr wertig oder nur emotional wertig? Also bezahlst du sonst ein A voll Geld oder also ist es mehr was du gerne haben wolltest? Oder beides? Ein A voll Geld ist halt jetzt über, also ist jetzt ja rein Definition normalerweise, der Kurs liegt glaube ich bei so um die 100 Euro oder sowas. Na gut, das ist ja noch, was man sonst so für Sachen bezahlt in dem Retro-Style-Thema, ist das noch im Rahmen des Gesamten, oder? Ja. So. So. Seite. Ja. Das ist etwas, was auf jeden Fall in der Sammlung gefehlt hat. Also nicht nur, was ich nicht hatte, sondern das hat. Warte. Also gefehlt. Ich weiß es ja nicht. Ein neuen Nadeldrucker. Den haben wir doch erst ausgepackt. Den hat uns doch. Ja, ich weiß. Ich suche gerade was. Eine 12 Nadeldrucker. 24 gibt es als nächstes. Ja, da war aufgepasst. Er hat aufgepasst. Ja. Aber es geht schon in die richtige Richtung, sage ich mal. Ein Flachbettscanner. Für den Amiga. Haben wir auch schon ausgepackt. Ich weiß, mir fällt nichts mehr ein, was wir noch nicht ausgepackt haben. So, ich muss erstmal hier ein bisschen sortieren. Was haben wir denn nicht ausgepackt, was du noch nicht in der Sammlung hast? Was wir nicht ausgepackt haben, was ich noch nicht in der Sammlung habe. Du hast ja alles, du hast Monitore, du hast Eingabegerät. Es muss eigentlich ein Eingabegerät sein. Es ist kein Eingabegerät. Was ist es, Dennis? Es ist ein Atari 800 XL. Ah, okay. Genau, das ist nämlich der Rechner, den der Jan früher hatte. Ja. Also, es ist ein Rechner, wie ihn der Jan früher hatte und ihn noch heute wieder hat. Und das ist der Rechner, für den unser Spiel Bomb Squad Duel erschienen ist, den wir auf der Gamescom vorgestellt haben. Und wir haben ja auf unserem Kanal auch schon einige Spiele für den Atari 800, für die Atari 8-Bit Home Computerreihe, muss man ja korrekterweise sagen, gespielt. So, aber ich hatte selber nie einen und jetzt habe ich einen. Ja, dann zeig mal, Dennis. Dann zeigen wir mal hier. Mach mal da, genau. So. Genau, Atari 800 XL. Ja, der hat mir so einen Touch von der Schreibmaschine, ne? Ja, die Tasten sind auf jeden Fall wertig. Und hier gibt es den Modulport. Da ist sogar noch die Schutzfolie, glaube ich, drauf. Fühlt sich zumindest so an. Oder Tesafilm. Keine Ahnung. Also jedenfalls fühlt es sich so an. Ja, es ist Schutzfolie drauf. Krass. Nie abgemacht. Ist auch in sehr gutem Zustand hier. Also keine großen Schrammen oder sowas. Genau, hier an der Seite. Ich kenne den ja nicht. Deswegen, das hat das Amiga-Gelb auf jeden Fall. Genau, da an der Seite etwas nachgegelbt. Mhm. Da sind zwei Joystick-Ports. Ja. Dann haben wir hier, das ist der Diskettenlauf. Also da kommt das Diskettenlaufwerk dran. Monitor, oder? Nee, Tastatur könnte es auch sein. Monitor steht da. Doch, ja. TV ja. Und Power. Ja. So, und hier ist noch irgendeine Abdeckung. Keine Ahnung, werden wir rausfinden, stimmt, wofür ist die ja ist. Klar, da kann ja kein Tastaturstöpsel sein. Es die, ist doch die Tastatur. Die Tastatur ist doch mit dabei, Hagen. Genau, hier Reset, Option, Select, Start. Genau, erstmal alle Knöpfe drücken Funktion. Und dann, wenn man sie alle gedrückt hat, ja, so, das ist immer super. Genau. Und Power-Schalter ist aber richtig gut im.
Genau. Guten Schuss, muss man sagen, ja. Und der Atari 800 XL hat, also natürlich, es gibt zwei Gründe, warum der hier wirklich gefehlt hat. Zum einen, wir haben ein Spiel dafür veröffentlicht und ich hatte keine Hardware, um unser eigenes Spiel, also was der Jan geschrieben hat, überhaupt spielen zu können, nur im Emulator. Und wir haben ja auch schon Videos drüber gemacht. Aber es ist quasi der Vorgänger des Amiga. Denn die Atari 8-Bit Home Computer Reihe ist von Jay Miner, sind die Chips entwickelt worden. Und man merkt diese Verwandtschaft auch, weil der Grafikchip vom Atari, von der Atari 8-Bit, also es gibt, es, da gibt es verschiedene Modelle, deswegen sage ich das so, der hat ähnliche Fähigkeiten wie der, wie die Grafikprozessoren oder die Coprozessoren vom Amiga. Ja, beim Amiga gibt es zum Beispiel eine, in dem Agnus-Chip ist der Copper drin, der Coprozessor, der während der Bildschirm sich aufbaut, Register, Grafikregister verändern kann. Und da kann man super Effekte mitmachen. Und hier gibt es, und da gibt es so Coprozessor-Programme, nennen sich Copperlisten. Und bei dem Atari 8-Bit gibt es die Display-Listen, die ähnliche Auswirkungen haben. Genau. So eine Art Coprozessor-Programm, was du nebenbei laufen lassen kannst. Ja, also von der Architektur durchaus ähnlich. Ja. Genau. So, und dann haben wir dazu natürlich noch hier. Aber lustigerweise, das Tastaturlayout ist noch nicht das, was wir jetzt haben, ne? Es ist ein amerikanisches Tastaturlayout. Also natürlich nicht mit so viel. Mit den Plus und Sternchen und so. Das, ja, das, ist sind doch ja immer die, das sind die Cursor-Tasten. Ja, aber diese, wir haben die doch heute auch, oder? Also da ist jetzt... Ja, beim C64 war es ja auch anders. Also das ist halt mehr so, mehr C64-like. Ja, gell? Da wollte ich eigentlich hin. So, dann haben wir hier das passende Netzteil dazu, auch ein ordentliches... Ja, Broma-Ding und das wird schweineheiß, wenn ich mich recht erinnere. Also vermutlich kommt dann... Warum ist denn hier... Irgendwo kommt doch das... Gleich haben wir es. So. Hagen, wo war Power? In der Mitte. Nee, da. Neben dem Anschalter. Da. Ja. Jetzt ist ja Power, Powercore online. Ich weiß gar nicht, was das für ein Game war. Fiel mir gerade jetzt so auf. So, dann lag noch oben drauf... Das muss eine Beigabe gewesen sein. Ah. Konami Collector Series Castlevania und Contra für PC CD-ROM. Ah. Okay. Aber in einer hübschen Schachtel. Es kommt aus der Big Box Gruppe. vielen Dank für die nette Dreingabe. Ich muss von der anderen Seite aufmachen. Ich habe tatsächlich ich hatte das auf meiner Wunschliste bei GOG, Good Old Games, und hatte überlegt, ob ich mir das nicht mal zulegen soll, weil ich habe ja Castlevania und sowas und Contra nie gespielt. Dann habe ich jetzt mal die Gelegenheit dazu. Sehr schön. Genau. Also, sind ja so ganz berühmte Konsolen, Run and Gun, ist ja damals alles an mir vorbeigegangen. Ich hatte Poppy MPT3 war meine erste Konsole. Da hatte ich Poppy MPT3. Ja, kennt keine Sau. Also ich habe jetzt mal gefragt, ja? Ja. Ich hatte ein Spiel, Schiffe versenken, war da mit dabei. Also so was Ähnliches in der Richtung. Ich bin immer noch über den Namen Poppy MPT3. Das ist ja ein geiler. Von wem war der? Von der Firma Poppy? Den gab es in verschiedenen Varianten. Ich erinnere mich, haben wir 1983 gekauft und hat damals 30 Mark gekostet. Also das war... Erschwinglich. Ja, aber ich hatte halt nur dieses eine... Also ich habe auch bis heute nur dieses eine einzige Spiel, was da dabei war. Ich besitze ihn noch. Ja, okay. Kann ich dir zeigen? Steht auf dem Schrank. Ja, okay. Poppy und MPT3. Meine zweite Konsole, die ich hatte, war das Amiga CD32. Also insofern... Das kenne ich wiederum. Das habe ich jetzt ein paar Mal ausgepackt und durfte ein paar Mal damit spielen. Also nicht mit dem, sondern mit dem Game. So, hier ist noch dabei Joystick, der mit Autofire. Sehr gut. Ein Star Pro. Sehr gut. Liegt auch ganz gut in der Hand. Was sagt der professionelle Gamer dazu?
Hallo, Opfer. Ah. Ja, ein bisschen opfermäßig fühlt er sich an. Ja, ja, und vor allen Dingen, also wenn du mich jetzt fragst, Hagen, passt der zu dir? Und wenn du siehst, meine Hand, also wenn ich den unteren Finger da reinlege, geht der Zeigefinger oben schon kaum noch vorbei. Also auch der ist für kleinere Hände gemacht. Ja. Weil, also ich wäre jetzt typischerweise, und du musst ja den Finger da auf die, oh, okay, der ist schon geopfert, vorne der. Ja, den muss ich mal aufschrauben, aber hier, der funktioniert noch. Mach's einfach so wie die Profis, du nimmst einfach WD-40 und sprichst vorne mal rein. Wird schon, ja, also, genau, einfach so ähnlich wird es tatsächlich sein, musst nur auseinandernehmen. Was ich ganz interessant finde, haben wir das mal hier in der Kamera. Also, sind die Stöpsel andere als die? Nö, oder? Das sind doch die gleichen. Da sind aber zwei dran. Also okay. Du kannst den gleichzeitig in beide Joystick-Ports stecken, weil ja die Spiele sich oft nicht entscheiden konnten. Das eine Spiel wollte in Joystick-Port 1, ach das so, andere und dann hast du einfach beide in Port 2 und dann steckst du einfach in beide rein und fertig. Das finde ich mal eine clevere Lösung. Ja, eigentlich ist es ein Armutszeugnis für entweder die Software der Spiele oder die Software des Betriebssystems? Was für ein Betriebssystem? Ja, du weißt, ja, was ich meine, aber also... Genau, aber beim C64 war das gleiche Problem. Also, die sind ja kompatibel, kannst du ja auch am C64 benutzen. Das habe ich noch nie gesehen, aber ich finde ich eine sehr schöne Lösung. So, dann haben wir hier noch... Star Probe. Den... Das TV-Kabel hier, der Atari 2 Computer. Wobei, das da ist die Atari-Ecke, oder? Ja. Das kommt, es steht jetzt hier, Two Computer. Ja, Two Computer, ja. Und dann hier, daran. Das klang aber jetzt irgendwie niedlich, wie du das sagst. Atari, Two Computer. Ja, es ist mir so, hier ist der Atari, schließt das andere Ende einfach an den echten Computer an. Ja. Ja. Und das ist der Fernsehstöpsel. Genau, für den Fernseher. Aber das mit Original Atari hier. So, dann, was ist da noch? Oh, hier... weil wir es gerade davon hatten, ja. Vollgepackt hier, hat noch ein Amiga CD32 Spiel, zumindest mal die CD, Liberation. Sagt mir jetzt auf Anhieb nichts, die Farbe turnt mich jetzt auch nicht so an, darf ich das sagen? Ja, komm. Liberation hat ein sehr cooles, ich habe es selber nicht gespielt, aber es hat ein sehr cooles Intro und das Intro war auf der Demo-CD mit dabei. Das heißt, du hast das Intro immer wieder auch im Supermarkt gesehen, wo das CD32 ausstand. Okay. Ja, mit schön animiert, mit Grafiken und so und mir sagt das gar nichts. Wenn du das Intro siehst, du hast das mit Sicherheit schon mal gesehen. Ja, also, das als kleiner Bonus noch mit dabei. Dann haben wir hier ein Lego Brick Remover. Wie der da reingekommen ist. Die Kollegen wissen, dass du dich mit Klemmbausteinen beschäftigst. Das könnte natürlich auch sein. So. Ich glaube, jetzt war es das. Du musst ja immer da vorsichtig gucken, ob noch irgendwas aufkommt. Hier ist noch eine Schraube. Siehst du, unser eins, meine Lego Sammelsuren, die ich habe, da gab es noch keinen Brick Remover. Hier ist noch die Anleitung von dem Drucker, der da drin war. Und die CD. Das nennt man Füllmaterial. Ja. Und hier ist auch noch... Von der Quick Reference Guide auf Italienisch Drucker. Und Russisch. So. Hier ist noch eine Amiga 500 Trapdoor Abdeckklappe. Kann man immer mal gebrauchen als Reserve. Was du da alles findest, wenn du da genug wuschelst. Und gleich holt er so. Noch irgendwie so. Und hier eine Hauptplatine von bla 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 bla. Da ist noch eine Schraube. Kommen die jetzt eigentlich, sind die von hier? Nee. Sind die aus dem? Das könnten auch einfach Schrauben sein. Nee, das sind einfach noch Schrauben. Wäre jetzt auch so meine Vermutung gewesen. Ich glaube, aber jetzt habe ich so langsam alles rausgefuddelt, was da drin war. Ja, genau. Also, das Tauschkästchen. Und sehr gut. Wenn wir... mit ein paar unerwarteten Goodies mit dazu. Und wenn, jetzt brauche ich natürlich Software dafür. Es tut mir so leid für dich. Ja. Ja. Jetzt muss ich leider auch anfangen, Atari-Games zu kaufen. Und das mal kurz hier beiseite. Und dann gucken wir doch mal, was wir hier so haben. Dann lass uns aber das noch ein Stück da hochschieben. Ja. So. So.
So, das, wie hast du das erobert? Das habe ich über Auktionshaus und das ist aus Großbritannien, glaube ich. Genau. Und es ist das Spiel Submarine Commander. Ah. Das haben Jan und ich im Livestream gespielt. Ich erinnere mich. Und ich fand das sehr cool. Die Grafik unterirdisch, also sehr minimalistisch, ja. Aber es war spannend und hat Spaß gemacht. Bis auf, dass ihr irgendwann keinen Sprit mehr hattet. Wir sind genau, wir sind ihr seid einfach im Mittelmeer gestrandet. Ja. Genau. Und hier, Submarine Commander für Atari 400, 800. Also das sind die bisschen verschiedene Modelle und das jetzt eben der 800 XL, aber kompatibel. Aber ein Screenshot ist nicht drauf, wieso? Nee, es ist Wahnsinn. Submarine Patrol Simulated to Hunt and Destroy Enemy Shipping. Und es ist die Modulvariante. Ah. Ja, und da kann man gleich gucken. Das funktioniert nämlich hier. Ist echt viel eckiger, ne? So als andere Module. Ja. Und hier haben wir die Anleitung. Da haben wir sogar sowas ähnliches wie ein Screenshot. Also viel mehr Grafik gibt es ja auch nicht. Nee, es gibt schon noch verschiedene Sichten, ja. Hier die Schiffe und so weiter, die man sehen kann. Aber ihr könnt euch unser Video dazu angucken. Ja. Ja, so. Aber auch hier die Schachtel, so schön im Zustand alles. So, dann haben wir hier, da haben wir noch eine Erweiterung. Ja. Ist das auch aus einer Facebook-Tausch-Ding-Sie-Bumsi-Gruppe? Nee, das ist von auch Auktionshaus. Ja, man muss ja jetzt fragen, das Gute ist, das freut mich auch sehr, ist, dass die meisten Leute, die Versandkisten von großen Internetversandhändlern wiederverwenden. Das heißt, nur weil da so ein Smiley drauf ist, heißt das ja noch lange, dass das auch vom Smiley drin ist. Ja. Sozusagen. Genau, man muss einfach. Also ich mache das ja auch gut. Ich recycle ja auch, wo ich kann. So, und hier haben wir eine Erweiterung in Originalverpackung, nämlich das Atari XC12. Ja, jetzt kommt's. Ah! Ja, so. Nimm das Messer. Ah, ne, ist gar nicht verkehrt. Ist das ein Laufwerk? Genau, das ist nämlich das Kassettenlaufwerk. Ah! Das ist grau. Ne, Silber. Ist das, was ist das für eine Farbe? Grau. Es ist eigentlich das, was, glaube ich, zu dem Atari XE, also zum nächsten Modell, gehört. Mhm. Aber wir sind ja kompatibel. Aber das hatte echt so einen 80s-Style, oder? Ja, das hat so ein bisschen Knight Rider-mäßig, oder? Nee, ich finde, also das sah schon, glaube ich, in den 90ern sah das schon retro aus. Weißt du was? Also so, das ist so eckig. Zeig mal. Das mach mal oben. Das ist so eckig und hat diese typischen Tasten. Das muss ich selbst oben machen. Hab ich doch. Hast du nicht? Entschuldigung. Ich habe nicht auf den Kontrollmonitor geguckt, sondern in die Kamera. Es tut mir leid. Ja. So, manchmal gucke ich auch in die Kamera. Unglaublich. Also ich finde durch diesen eckigen Style, aber alles so gedrungen. Hm. Während ich muss zugeben, das Beige vom C64, das hat ja so runde sein, das gefällt mir ja besser. Ist auch so ein bisschen moderner gewesen. War man natürlich auch viel jünger, ne? Genau, ich lass mal das, oder komm, ich mach mal, nein, mal das du wolltest schon sagen. Ab. Es lebt. Oh, dann ist. Nee, ist gut. Ich dachte, da wäre direkt drin. Nein, ist es nicht. So, dann schließen wir das auch mal an. Und das hast du extra dazu gekauft hier? Oder ja, war das? Genau. Okay. Ja, ich habe gesagt, hier irgendwie. Nur mit Modul, also so mindestens mal, das Diskettenlaufwerk, das wird halt, da bist du bei 100, 150 oder sowas und da war ich noch nicht motiviert, so viel Geld auszugeben. Oh, okay. Ich habe gesagt, naja, erstmal. Fangen wir mal klein an mit Kassettenlaufwerk. Ja, so. Aber eigentlich, wer den Rechner hatte, also wer das Laufwerk hatte, hatte ja auch den Rechner logischerweise. Mhm. Das heißt aber, sind die dann so selten oder sind die einfach sehr beliebt? Die sind, also die Diskettenlaufwerke sind seltener, beliebt und gehen wohl auch gerne mal kaputt. Ah, da wird ein Schuh draus. Aha, okay. So, jetzt haben wir auch schon alles Mögliche angeschlossen.
haben wir noch Monitor, muss man natürlich noch anschließen. Mhm. Da ist aber, glaube ich, das Kabel vom C64 kompatibel, wenn ich mich recht im Sinne von der Pin-Belegung. So, dann kommen wir auch zum letzten Päckchen. Mhm. Und das ist jetzt von einem Händler aus Großbritannien. Du magst Großbritannien bei so Naja, Sachen. Da gibt's kriegst halt die englische Zeug. Variante von dem Kram. Das bringt dir das, wenn du das in Französisch kriegst, das ist auch klar. Ja, beziehungsweise Großbritannien war halt im Homecomputer-Bereich einfach relativ voll dabei, ja. Also mit Deutschland vergleichbar. Andere Länder waren da halt bei weitem nicht so. Und natürlich seit Brexit ist es teurer geworden. Ja, aber gut, ist halt trotzdem. Wenn manche du sonst Sachen keine Quellen halt hast, sonst nicht. Ja. Oder es wird dann woanders noch teurer. So, ich muss erstmal hier die Nüsse da rausschütteln. Die Styroporwürmchen. Das wird ja hier alles. Das wird nicht besser. So, dann. So, ich muss jetzt natürlich nachrüsten, weil das, was wir so spielen, das möchte ich ja auch gerne haben. Mhm. Deswegen, oh, das ist super Zustand hier. Haben wir hier Ballblazer. Ah! Das haben wir für den C64 haben wir das ja schon mal ausgepackt. Ja. Aber wir haben das ja hier gespielt in der Atari-Version. Ja. Da habe ich gedacht, wenn ich jetzt einen habe, dann müssen wir das brauchst hier auch. Die Version, ja. Haben wir auch in dieser Version und ich bin echt begeistert. Die Qualität ist super für so ein Plastikding. Wie neu. Gleich genau, wie neu. So hier, mit Anleitung. Mhm. Und Kassette. Und die Kassette ist auch in Top-Zustand, Dennis. Ja. Weil die haben ja manchmal so abgerubbelte, würde ich sagen, wie soll man das, Etiketten so. Die sind ja kein Etikett drauf. Aber hier, da ist was abgebrochen. Na, endlich. Die eine Nase. Ah, endlich. Ja, wenigstens okay, das. Also, wenigstens das. Ja, sonst wäre es ja gar nichts. Ja, sonst. Sonst ist das nicht alt. Genau. Ja, Ballblazer. Man fliegt mit zwei Gleitern, den sogenannten Rotofoils, auf einem Spielfeld und muss einen Ball ins gegnerische Tor reinrammen. Buxieren. So ungefähr. Genau. Ja. Auch dazu Let's Play-Video auf dem Kanal. Dann, ganz peppig gemacht, die Jungs. Dann haben wir, was ist denn das hier? Nimm es einfach und bring es hier hoch, Dennis. Ah, das ist ein... Eine Kassette. Das ist eine Kassette. Das ist Zypex. Das haben wir auch zusammengespielt. Das ist ein Horizontal-Shooter mit irgendwie zwei, also kann man zu zweit gleichzeitig spielen, mit zwei Typen im Raumanzug. Mhm. Genau. Haben wir auch hier gespielt. Mhm. Das scheint mir aber, ist das die Original? Gehört das so mit dem durchgestoßen? Könnte aber auch sein. Ja. Aber die Screenshots sind halt immer nicht vorhanden, mikroskopisch. Dann haben wir Attack of the Mutant Camels. Auch das haben wir ja schon gespielt. Mhm. Das ist quasi die Parodie auf Empire Strikes Back. Ja. Das Star Wars Spiel. Das hier halt da im Empire Strikes Back sind es halt diese AT-ATs. Ja. Und hier sind es jetzt Kamele von Jeff Minter. Genau, auch sehr, sehr stylisch. Dann, was wir auch gespielt haben, haben wir für den C64 ausgepackt. Ja. Aber wir hatten es eben auf dem Atari hier gespielt, deswegen auch hier Atari-Version Encounter. Man sitzt in so einem Art, ja, auch in einem Fahrzeug und aus der 3D-Ego-Perspektive muss man herankommende Raketen abschießen. Mhm. Ja. Also hat mir auch, als wir es damals aufgenommen haben, viel Spaß gemacht. Und jetzt als letztes habe ich noch ein Spiel, was ich noch nicht gespielt habe. Also wo wir auch noch kein Video gemacht haben. Machen wir vielleicht dann mal. Und zwar ist es Henry's House. Henry's House. Das sieht nämlich sehr, sehr peppig sah das aus. Können wir hier bei Screenshots irgendwie irgendwas, kann man mal es hier ist, in der Kamera nichts erkennen. Es ist schwarz, bunt und ich erkenne noch nicht mal ohne Kamera was. Also man läuft irgendwie durch verschiedene Räume eines Hauses und die Grafik ist halt sehr abwechslungsreich gestaltet und ganz, ganz nett gemacht. Was soll hier? Little Henry has shrunk.
He must navigate his way through the royal household to find the cure, avoiding all the obstacles in his path, from terrible toothbrushes through pestiferous parrots and chefs chasing chickens to final encounter with a vicious vampire. Also Dennis, Respekt für deine Motivation. Schriftgröße 3 hätte ich nicht mehr vorgelesen. Ja, das ist ein Fliegendrick. Genau. Ja, also ist, glaube ich, auch ein Klassiker, den ich bisher nicht gespielt habe. Kenn ich deswegen gar nicht, ne? Nehmen wir das mal mit dazu. Also meine ersten Atari-Spiele, Submarine Commander, Ballblazer, Zypex, Attack of the Mutant Camels, Encounter und Henry's House. So, das war's. Haben wir erstmal einen Grundstock für die Atari-Nutzung. Sammlung, Nutzung. Sagt, Diskettenlaufwerk fehlt mir noch. Und es gibt natürlich noch einige andere coole Games, die man da noch dazu tun kann. Wird nicht mein Hauptsammelgebiet werden, aber das ist einfach. Der ist auch ganz hübsch mit diesem Beige und dem Braun, muss man schon sagen. Ja. Aber das ist halt kein Corporate Design, den es mal gibt und das dann da grau ist, sieht ja auch nicht so dumm aus. Ja, das ist eigentlich der Atari XE, der ist grau. Ah, also und das ist das Nachfolgemodell. Und das ist das, was eigentlich zum Nachfolgemodell gehört. Ja, und also wenn man jetzt anfängt und will, dass hier steht, auch noch in hübsch und zusammenpassen, Atari XE und so weiter, hübsch und zusammenpassen, dann wird es halt irgendwann wieder sehr finanzintensiv. Und ich versuche ja jetzt, ich gebe ja viel Geld aus, aber ich versuche trotzdem jetzt auch nicht kostensensitiv zu arbeiten. Schmeiß alles da, sondern manchmal gehe ich auch tatsächlich solche Kompromisse dann ein. Weil das habe ich mir halt tatsächlich auch gekauft, um es zu benutzen. Ja, wenn ich finde, vielleicht nochmal die Chance, mit irgendjemand irgendwas zu tauschen. Kann die auch sein. Für hübsch. Genau, und außerdem original verpackt, da habe ich gedacht, ja komm. Kann sie nichts falsch machen. Ja. So. Ja. Soweit Retro ausgepackt, Atari 8-Bit Edition. Cool. Könnt ihr mir noch ein Atari 8-Bit Game empfehlen? Am besten etwas, was es nicht für andere Plattformen gibt oder wo die Atari-Version auf jeden Fall besser ist als für andere Plattformen. Dass wir das noch, dann können wir das vielleicht demnächst mal auspacken. Würde mich freuen, von euch zu hören. So, und dann sagen wir wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Macht's gut. Ad Astra.